Herzlich willkommen zu unserer Reihe Vorbilder im Gespräch. Mein Name ist Hatice Akyün. Die Heinrich-Böll-Stiftung lädt erfolgreiche Menschen mit Migrationshintergrund aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Medien, Sport und anderen Bereichen ein und macht ihre Geschichten, die Geschichten des Aufstiegs, für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Bei diesen Gesprächen geht es vor allem um Fragen der Bildungs- und Chancengleichheit, aber auch um individuelle Leistungen und die gläserne Decke in der beruflichen Karriere. Und wann kollidiert die Aufstiegsaspiration durch Bildung und Leistung mit der selektierenden Wirklichkeit, die Migrantinnen und Migranten und ihre Kinder nachweislich benachteiligt? Ziel unserer Gesprächsreihe soll sein, einen ungewöhnlichen, aber dennoch alltäglichen und selbstverständlichen Einblick in das Miteinander der Kulturen in Deutschland zu geben. Zu unserer heutigen Gesprächsreihe möchte ich Ihnen zwei Herren vorstellen. Omid Nuripur, zu meiner Rechten, wurde 1975 in Teheran geboren. Im Alter von 13 Jahren kam er mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Deutschland. Von 2009 bis 2013 war er sicherheitspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Seit der Bundestagswahl 2013 vertritt Omid Nuripur seine Fraktion als außenpolitischer Sprecher. Er ist zudem Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Außerdem stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Zu meiner Linken, Dominik Wullas. Er kam 1984 als Sohn einer Deutschen und eines Kapverdianers in Westfalen zur Welt. Nach dem Abitur leistete er Wehrdienst bei der leichten Flugabwehr in Borken, bevor er 2004 Offizieranwärter wurde. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre, übrigens in West Point und Harvard, arbeitet Hauptmann Wullas derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bundesuniversität Hamburg und, wie ich gerade erfahren habe, jetzt ganz frisch in Potsdam. Dominik Wullas ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins Deutscher Soldat. Den hat er mit seinen Kollegen 2010 gegründet, als Thilo Sarrazin mit seinem Buch Das Stereotyp vom prügelnden radebrechenden Migrantenjugendlichen verbreitete und dafür viel Applaus bekam. Herr Wullas, es gibt Studien, die eindeutig belegen, dass die Herkunft eines Menschen weiterhin der bestimmende Faktor ist, in Deutschland Karriere zu machen, den Aufstieg zu machen. Wie haben Sie das persönlich empfunden? Sie sind noch sehr jung, Sie sind gerade 30 geworden, haben aber schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Können Sie sich daran erinnern, dass Ihnen Hürden gelegt wurden oder war es ein Vorteil, dass Sie diesen multikulturellen Hintergrund hatten? Wie waren Ihre persönlichen Erfahrungen? Ich würde eigentlich sagen, weder noch. Wobei ich denke, ich auch ein Spezialfall bin, einfach deshalb, weil meine Mutter gebürtige Westfälin ist, mein Vater Kapverdianer und ich bin halt wirklich nur bei der Familie meiner Mutter aufgewachsen, im Münsterland, im sehr katholischen Münsterland. Und habe eigentlich meinen eigenen Migrationshintergrund nie von der Seite meines Vaters kennengelernt. Also dieser ganze kulturelle Aspekt des Kapverdianischen ist bei mir abhanden gekommen. Also das Positive dessen, was man eigentlich mitnehmen könnte, das fehlt mir ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, was ich habe, ist die Dinge auf der negativen Seite, die man erlebt. Also in der Grundschule fing das halt an, dass die anderen halt festgestellt haben, dass ich anders aussehe. Und das haben nicht alle so positiv aufgenommen und auch auf mich dann entsprechend eingedroschen verbal. Und das hat mir als kleinem Kind nicht so gut gefallen. Und ich muss sagen, das habe ich sehr, sehr lange mit mir rumgeschleppt. Meine Mutter konnte das nicht so gut auch, glaube ich, mit mir besprechen, weil ihr fehlte da so ein bisschen die Grundlage, das auch zu verstehen, wie sich das anfühlt und wie einen das auch verunsichert und insbesondere in seiner Identität. Und wenn man auch nicht so wirklich gefestigt ist, und das war ich damals nicht, und es ging ja dann auch immer weiter in Dingen, dann verunsichert das einen wirklich. Und insofern war das, glaube ich, bei mir weniger, dass ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich jetzt Migrationshintergrund habe, dass ich strukturell gehemmt bin, sondern dass ich emotional irgendwo gehemmt war. Dass ich einfach nicht das Gefühl hatte, ganz da zu sein, ganz dazuzugehören, meinen Platz einfach nicht zu finden.
Wie war das dann bei der Bundeswehr? Ich meine, Sie haben einen sehr deutsch klingenden Namen, Dominik Ja. Wullers. Glauben Sie, dass Ihnen das geholfen hat, dass Sie jetzt in erster Linie einen sehr deutschen Namen haben, dass Sie bei Ihrer Mutter, bei Ihrer Ja. deutschen Mutter aufgewachsen sind und ja diesen Migrationshintergrund ja zwar haben, aber ihn ja Ja. nicht ausleben? Also ich muss sagen, vor der Bundeswehr habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber an dem Tag, als ich eingezogen wurde, habe ich da sehr viel plötzlich drüber nachgedacht. Ich saß in so einem kleinen blauen Renault Twingo und wir fuhren auf das Kaserntor zu und die Mutter, ein Schulkameraden, fuhr uns und mir hinten auf dem Rücksitz wurde mir dann doch so langsam mulmig, als ich das Tor sah. Und auf einmal kamen die ganzen Sprüche von meinen Schulkameraden mir plötzlich in den Kopf, dass es mir doch bestimmt nicht so gut ergehen würde. Und ich hatte die halt alle so abgetan und habe mir gedacht, das mache ich jetzt, sehr pazifistisches Elternhaus. Ich habe gedacht, ich mache jetzt hier Wehrpflicht. Und dann kam ich da an und dann doch so langsam, dann wurde es mir sehr mulmig und dann hat mich auch entsprechend der Wachhabende am Tor angebellt. Ich soll sofort meinen Einberufungsbescheid vorzeigen, habe ich dann erstmal falsch rum rangehalten. Dann wurde er noch aggressiver und ich noch nervöser. Und dann saß ich auf meiner kleinen Stube und dann kam da der Feldwebel vorbei, Glatze, guckt rein, geht weiter und dann hört man es nur den Gang runterhallen, wie er brüllt, da muss noch jemand zum Friseur. Und also ich hatte einen Afro zu der Zeit, muss ich dazu sagen. Okay. Und da wurde man dann doch ein bisschen bange, aber es hat sich eigentlich als völlig falsch herausgestellt. Also mein direkter Gruppenführer, also der mich die ganze Zeit über beaufsichtigt hat, hat einen italienischen Migrationshintergrund. Es gab auch schwarze, farbige Gruppenführer. Also das war relativ schnell ausgeräumt, das Problem. Ein anderes Problem war, dass ich halt ein bisschen rundlicher Gymnasiast war. Aber so wie ich das festgestellt habe, hat man etwas ganz Spezielles bei der Bundeswehr. Und zwar, dass man in einem sehr sehr komischen Konstellationen plötzlich aufeinander trifft. Menschen, die so nie miteinander zu tun gehabt hätten, sind plötzlich in einem Raum auf einer Sechs-Mann-Bude. Man muss zusammen 3 Monate aushalten, zusammen aushalten. Man liegt draußen irgendwo in der Heide, es ist kalt, es regnet und Und dann hat man noch. da spielt der Hintergrund ja sicherlich auch keine Rolle, Am weil Anfang schon. Es ist klar, es ist so. Man kommt aus den unterschiedlichen Milieus und das ist nicht nur der Migrationshintergrund, das ist auch der soziale Status und das muss sich erstmal finden. Aber Druck schafft Diamanten. Und der Druck kommt von außen, es ist die Zeit, es ist das Wetter und das ist der berüchtigte Feldwebel. Und also sehr schnell, zum Beispiel, wenn man zu viert eine Trage schleppen muss mit einem Kranken drauf. Und der ist beileibe nicht leicht, der hat noch einen Rucksack auf dem Bauch, damit er noch schwerer wird. Und dann hat man so einen unförmigen Baumstab auf der Schulter, vorne, hinten, 4 Mann insgesamt und dann schleppt man den. Und da findet man sehr schnell zueinander, weil wenn dann nicht alle im gleichen Schritt laufen, dann knallt das immer schön auf die Schulter und man weiß hinterher genau, was man getan hat. Also man findet sich sehr schnell. Vorurteile einfach durch den direkten Kontakt, auf das direkte Aufeinander angewiesen sein. Das ist eigentlich für mich das schönste Beispiel, dass diese ganze Diskussion irgendwo um den Kern des Ganzen herum geht. Denn man merkt einfach, Menschen sind Menschen und wenn man sie zusammen in eine Gruppe gibt, in ein gemeinsames Ziel gibt, dann klappt das auch. Also es kann auf jeden Fall sehr Und Sie gut reden auch klappen. von der Bundeswehr, dass es Ich bei der rede Bundeswehr auch so ist. Immer noch von der Bundeswehr und genau diese Überraschung schlägt mir ja immer wieder entgegen, im positiven Sinne, manchmal auch leider im negativen, weil viele das nicht glauben. Viele glauben das nicht, weil sie haben dann ihr kleines Schubladenmodell und da ist die Bundeswehr ganz rechts unten drin. Und wenn ich dann halt sage, die Bundeswehr heißt nicht nur Parlamentsarmee, wir sind nicht nur Staatsbürger in Uniform qua Befehl, sondern das versucht man auch auszuleben, das versucht man auch umzusetzen. Und ich für meinen Teil merke das auch, ja. Herr Noripo, waren Sie bei der Bundeswehr? Nein. Nein. Ich hätte auch gar nicht gedurft, ich wäre gar nicht eingebürgert. Ich habe ja 9 Jahre um meinen Pass gekämpft und als ich den hatte, war es quasi vorbei. Aber ich wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen, ehrlich gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass Sie Deutschland als Ihr Vaterland bezeichnen würden. Ist das bei Ihnen auch so? Nein, Deutschland ist meine Heimat. Ich habe zwei. Und meine Eltern sind beide im Iran geboren, aufgewachsen. Ich bin mit denen rausgekommen. Das Land meines Vaters ist der Iran. Aber das ist daraus ergibt sich nichts. Daraus ergibt sich nicht jetzt irgendwie eine andere Loyalität. Ich bin Bundestagsabgeordneter, vertrete die Menschen in Deutschland, im Deutschen Bundestage und denen bin ich verpflichtet. Fertig aus. Ich weiß aber auch von Ihnen, dass Sie als Bundestagsabgeordneter auch ziemlich krassen rassistischen Anfeindungen ausgesetzt waren, eine Zeit Nö, das lang. ist immer noch so, das ist normal, in Anführungsstrichen. Also, es ist nichts, woran man sich gewöhnen sollte und darf, aber es ist,
ehrlich gesagt auch weitgehend erträglich, weil das teilweise so dämlich und doof ist, dass das einfach nur lustig ist. Also die Krönung aller Zuschriften aller Zeiten lautet wirklich, das ist jetzt wörtlich zitiert, ich bin aus dem Iran, du scheiß Araber, geh zurück in die Türkei. Ja, dann kann ich nur sagen, wir haben wirklich nicht nur ein Matheproblem bei PISA, sondern auch ein Geografieproblem. Und deshalb ist es weitgehend erträglich, aber manchmal geht es natürlich auch unter die Haut, je nachdem, was die Leute schreiben. Und es gibt halt Konjunkturen, je nachdem, wozu man sich äußert. Also wenn ich mich zu Frau Steinbach äußere und der Rolle, die sie spielt, gegen die Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen, wenn ich mich zum Thema Islam äußere, das ist der Klassiker. Herr Wohlers hat jetzt gerade gesagt, klar, die Bundeswehr, man hat ein gewisses Bild im Kopf, die sind rechts unten, wie Sie es so schön gesagt haben, in der Schublade. Sie waren verteidigungspolitischer Sprecher Ihrer Partei. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht oder welches Wissen haben Sie als Politiker im Rassismus in der Bundeswehr? Es gibt die Geschichten darüber, es gibt die medialen Geschichten darüber. Sind die jetzt erfunden? Sind sie wahr? Gibt es die Probleme für Migranten? Weil es werden immer mehr Migranten in der Bundeswehr. Und was kann die Politik dagegen tun? Es gab schon viele Untersuchungsausschüsse, die Bundeswehr betrafen. Aber ich würde jetzt behaupten, kaum einer war so erfolgreich wie die in den 90er Jahren zum Thema rechtsextreme Vorfälle. Da gab es wirklich danach sehr viel, was getan worden ist. Und selbstverständlich gibt es auch in der Bundeswehr Rassismus. Ich komme nicht zum Ergebnis nach ein paar Jahren Anschauung, dass das überdurchschnittlich ist. Das ist ungefähr so wie im Rest der Gesellschaft auch. Und da fällt die Bundeswehr bei mir nicht besonders auf. Das Entscheidende ist, das ist ja kein deutsches Phänomen, das Entscheidende ist, dass tatsächlich die Drucksituation die Leute auch sehr häufig zusammenschweißt, auch wenn sie eigentlich miteinander nichts zu tun hätten. Wenn sie sich die Civil Rights Movement in den USA anschauen, die wäre ohne den Zweiten Weltkrieg, ohne den Koreakrieg überhaupt nicht denkbar gewesen, weil einfach dort Afroamerikaner zurückgekommen sind, wirklich ihr Leben riskiert haben und noch viel mehr. Und dann gesagt haben, Entschuldigung, im Schützengraben waren wir doch zusammen, waren wir doch auf gleicher Augenhöhe, waren wir doch gleich. Warum muss ich jetzt auf einmal im Bus anders sitzen und warum darf ich nicht in die Gastronomie? Und das hat natürlich ganz, ganz stark dazu beigetragen. Und diese Erfahrung, dass man das eigene Leben bereit ist zu geben, das ist ja das Exzeptionelle am Soldatensein, ist tatsächlich etwas, was immer wieder in Gesellschaften dazu führt, dass daraus auch Ansprüche erwachsen, dass man eigentlich die gleiche Rechte haben will. Schön wäre es, wenn es auch ohne Armeen gehen würde. Die deutsche Bundeswehr ist ja oft international unterwegs, jetzt nicht in Kriegsaktionen, sondern um vor Ort, wie zum Beispiel in Afghanistan, auch eine Struktur zu schaffen, sozusagen auch Demokratie zu schaffen. Ich war in Afghanistan, ich habe gesehen, was die deutschen Soldaten dort leisten, auch für die Bevölkerung dort. Ist es nicht gerade im Hinblick dessen, dass die Bundeswehr oft in der Welt unterwegs ist, um genau diese Hilfestellung zu leisten, eigentlich eine gute Voraussetzung, wenn man eine Multikulti-Truppe hat? Also sozusagen als Brückenbauerfunktion? Ja, also ich würde hoffen, dass wir nicht quasi, weil wir multikulturell sind, jetzt multikulturelle Einsatzgebiete uns suchen. Also der Kernauftrag der Bundeswehr ist ja immer noch Landesverteidigung. Aber es ist natürlich so, dass es durchaus von Vorteil sein kann. Aber dazu müsste es auch strukturell genutzt werden. Und ich denke, da gibt es immer noch Bereiche, wo die Bundeswehr deutlich besser werden kann. Also die Bundeswehr hat sich schon sehr gut aufgestellt, aber hauptsächlich dadurch, dass sie sich auf die Strukturen der Armee als solchen verlassen hat. Also eben genau das, dass der Nukleus der Armee, die kleine Kampfgruppe, quasi einfach zusammengeschweißt wird durch die Umstände. Und da passiert auch sehr viel, dass einfach mal ein Kompaniefeldwebel, also quasi die Mutter einer Kompanie, sich persönlich um einen muslimischen Soldaten kümmert und einfach mal sagt, hier, ich spreche mal mit der Küche, dass sie für dich auch entsprechend Essen vorbereiten. Wenn du beten musst, sag Bescheid, wir richten den Raum ein. Sowas passiert ja. Und da ist natürlich die Frage der Soldaten, was passiert, wenn wir das jetzt strukturieren, wenn wir quasi sagen, es gibt Soldaten, die sind soldatischer als andere quasi, die brauchen jetzt bestimmte Vorschriften, um sie zu schützen oder um sie zu befördern. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, und ich denke, das ist eine Lehre, auch aus den amerikanischen Bewegungen, Civil Rights Movement und auch der Affirmative Action, dass man vielleicht einfach mal ein paar Generationen einen kleinen Anschub geben muss. Einfach mal die Schwelle ein bisschen senken für ein paar Generationen, damit diese Generation auch die besagten Vorbilder generieren können. Damit man zum Beispiel auch in Hamburg-Dulsberg, wo sehr viele Migranten leben in teilweise sehr schlechten Umständen, dass die auch einfach mal jemanden haben außerhalb ihres Umfelds, wo sie sehen, das ist auch möglich, das kann ich auch schaffen. Aber die Frage ist doch,
Klar, wenn man jetzt irgendwie in die Behörden geht oder in die Politik, da haben wir sehr viele Migranten, die dort Karriere machen. Aber die Bundeswehr hat ja nochmal noch einen anderen Anstrich. Die Bundeswehr ist sozusagen, wir haben es gerade gesagt, Vaterlandverteidigung, das ist eine Landesverteidigung. Jetzt gibt es ja auch viele Migranten, sie haben offensichtlich ja diese Hintergedanken nicht oder diese Gedanken nicht, dass sie sich entscheiden müssen, für welches Land. Mhm. Sie haben gerade gesagt, ist mein Heimatland, aber sie sind natürlich auch noch mit ihrem Ursprungsland verbunden. Ja. Wie kann man diese Jugendlichen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die diese Vorbildfunktion ja auch wie Sie brauchen, wie kann man sie denn dazu motivieren, zu sagen, du kannst Karriere machen bei der Bundeswehr, das ist deine Bundeswehr, es ist dein, dass man wegkommt von, wie kann man die dazu bringen, diesen Gedanken von, naja, ist ja nicht meine Bundeswehr, wieso soll ich dieses Land verteidigen, wie kann man diese Schwelle überwinden? Das ist eine sehr komplexe Frage, weil es fängt ja schon damit an, dass die Jugendlichen erstmal die Chance haben müssen, dieses Land als ihre Heimat zu akzeptieren und zu sehen. Und wir haben in Wie Hamburg, haben Sie das gemacht? Ich selber habe das tatsächlich über die Bundeswehr gemacht, aber das ist mein Weg und das würde ich nicht jedem empfehlen, einfach nur zur Identitätsfindung in die Armee einzutreten. Das wäre schon ein harter Schritt. Bei mir war es aber tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Es war einfach so, dass ich sehr, sehr verunsichert war in meiner Identität. Ich habe in der Schule sehr, sehr viel liegen lassen. Mein eigentliches Berufsziel war Chirurg. Es war eigentlich für mich klar, dass ich Chirurg werde. Ich bin irgendwann mal operiert worden und war so voller Dankbarkeit, dass ich gedacht habe, das ist mein Berufsziel. Und dann habe ich in der Schule einfach weiter einen Klassenclown gemacht, wo ich auch einfach rückblickend sagen muss, da war auch viel einfach, um meine eigene Unsicherheit zu überspielen und zu übertünchen. Und dann habe ich in der Oberstufe festgestellt, in der 13. Klasse, ich hatte Mathe LK und mir gerade eine 6 eingefangen, kurz vorm Abitur. Und ich war sehr stolz auf mich und habe dann nochmal die 5-Minuten-Pause verlängert, um nochmal dem Lehrer zu zeigen, was ich denn so denke und von seiner Autorität. Und in dem Moment ist mir wirklich ein Licht aufgegangen. Das, was ich jetzt gerade tue, ist einfach effektiv meine Zukunft, meine Gegenwart, alles wegwerfen. Und wofür? Für den kurzen Lacher. Und das hat mich dann ein bisschen da rausgezogen, aber effektiv und letztendlich war es tatsächlich die Bundeswehr. Ich bin da hingekommen und habe da zum ersten Mal wirklich Erfolgserlebnisse gehabt. Ich konnte Dinge, also in der Grundausbildung noch nicht, da bin ich getriezt worden, aber als ich dann Offizieranwärter wurde, da muss man quasi nochmal eine kleine Grundausbildung machen und das konnte ich alles schon. Und ich war vorher in einem Luftlandeverband gewesen und alle haben mich mit großen Augen angeguckt und ich konnte über die Hindernisse und konnte über alle Hindernisse am schnellsten und ich konnte die Waffe am schnellsten auseinander und wieder zusammensetzen. Und dieses Erfolgserlebnis und diese Zusammengehörigkeit, die haben mich wirklich elektrisiert. Und seitdem habe ich dann auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, den ich vorher nicht hatte. Und ich habe auch eine sehr große Verbundenheit mit diesem Land entwickelt. Mhm. Auch in der Auseinandersetzung mit meinem Beruf, mit mir selber, meiner Rolle in dieser Armee und letztendlich auch mit diesem Verein. Mhm. Was würden Sie einem jungen, 15-, 16-jährigen, deutsch-türkischen Jungen sagen? Es ist kein Widerspruch, türkische Wurzeln zu haben, trotzdem Karriere bei der Bundeswehr zu machen. Wie würden Sie ihn überzeugen? Ich würde nicht proaktiv Leute überzeugen wollen, in die Bundeswehr zu gehen, auch wenn ich weiß, dass die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber sein muss. Und natürlich werden wir sie weiter brauchen. Natürlich müssen auch diejenigen, die gesagt haben, wir brauchen keine Wehrpflicht mehr, auch dazu beitragen, dass dann die richtigen Leute auch tatsächlich zur Bundeswehr gehen. Aber das Entscheidende ist, dass erstens diese Person wissen muss, dass es kein Widerspruch ist, zwei Identitäten zu haben. Wir haben alle ganz viele Facetten unserer Identität. Ich bin vollschlank, bin überforderter Vater, bin kurzsichtig und habe schüttes Haar. Und das sind auch Dimensionen meiner Identität. Was würden Sie denn zum Beispiel zu Ihrem Sohn sagen, wenn er irgendwann sagen würde, Papa, ich möchte jetzt gerne zur Bundeswehr? Dann würde ich mit dem sehr ernsthaft von dem, was ich weiß, darüber reden, was es bedeutet. Aber ich würde ihm nicht sagen, du darfst nicht. Das ist nicht das Thema, weil das ist seine Berufswahl und seine Entscheidung, das muss er dann selber dann mit sich ausmachen. Ich wäre nicht gegangen, bei mir liegt es auch sicher daran, dass ich Krieg schon mal erlebt habe als Kind und auch, auch inklusive Klassenfahrt an die Front durch sehr eifrige Lehrer im Iran und so weiter und so fort. Das war in erster Linie, sozusagen, war es für mich sehr klar, dass das für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Mhm. Aber das Entscheidende ist, es ist gerade gesagt worden, die Identitätsfindung ist eine hochindividuelle Angelegenheit. Und da kann die Armee, kann jede Armee, eine demokratische Armee in einem Rechtsstaat sehr, sehr stark und sehr gut helfen. Aber eigentlich müssen wir dahin kommen, dass es auch ohne gehen kann. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Sie haben gerade Ihren Verein schon angesprochen, Deutscher Soldat e.V.
Großartiger Name im Übrigen. Ja. Vielen Dank, aber ich würde kurz ein ganz klein bisschen quasi auch widersprechen, insofern, dass ich durchaus denke, dass die Armee das wollen sollte und wir sollten das auch wollen, dass die Armee multikultureller rekrutiert. Ja, da habe ich keinen Widerspruch. Nein, auch, dass man die motiviert, dass man durchaus sagt, was kann man denn machen, um zu gewinnen? Weil umgekehrt, was ich immer denke, ist, auch in der ganzen Diskussion, wollen wir denn Bundeswehr an Schulen werben lassen und so weiter? Wenn all diejenigen, die gut erzogen sind, die wirklich demokratische Vorstellungen haben, wenn wir bei all denen sagen, die wollen wir nicht in der Armee, wir wollen nicht, dass die Bundeswehr die rekrutiert, wer bleibt denn dann über? Nein, die Frage war, ob ich die Leute jetzt dafür rekrutieren soll. Und das ist nicht kommen mein Sie doch Job, auch mal in den Showroom. Aber wenn ich noch, nee, das werde ich nicht machen. Ich glaube, wir haben genug Show mit der Verteidigungsministerin, da braucht man nicht noch einen Raum dafür. Aber das eine ist, ich glaube tatsächlich, dass es nicht sinnvoll ist, zu sagen, die Bundeswehr darf gar nicht in Schulen. Das finde ich falsch. Es gibt ja auch bei uns eine Kontroverse darüber. Die Bundeswehr ist ein Verfassungsorgan. Und das ist auch absurd zu sagen, Verfassungsorgan darf nicht in die Schule. Wofür wir aber eintreten, ist, dass es tatsächlich da eine ausgewogene Debatte gibt. Und dass da nicht die Jugendoffiziere Frontalunterricht machen, sondern dass da auch kritische Stimmen sind, die einen anderen Blick reinbringen und eine Diskussion entsteht. Der Landesverband West des Bundeswehrverbands sieht es genauso. Die sagen auch, die raten ihren Leuten, geht am liebsten nicht alleine in die Schulen, sondern versucht mal Leute mitzunehmen, mit denen ihr wirklich auch Kontroversen führen könnt. Und deshalb ist das eine Geschichte, die tatsächlich so rum aus meiner Sicht Sinn macht. Aber sozusagen die Bundeswehr aussperren, das glaube ich, ist falsch. Die Polizei, die macht das ja ziemlich offensiv, dass sie wirbt, dass sie sagt, wir wollen Migranten in unseren Reihen haben, weil das natürlich auch eine Erleichterung ist in der Arbeit. Mhm. In den Behörden ist es auch so, im öffentlichen Dienst, man wirbt quasi für Migranten, weil man natürlich auch die Gesellschaft widerspiegeln möchte im öffentlichen Dienst, bei der Polizei und bei der Bundeswehr müsste es doch eigentlich auch ganz selbstverständlich sein. Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt mal sagen, aus dem Nähkästchen plaudern darf, das Problem ist, dass die Bundeswehr dafür die institutionellen Unterbauten nicht gemacht hat, nicht gebaut hat. Es gibt 1,5 Stellen faktisch, die sich um dieses Thema kümmern. Es gibt einen sensationellen Vortrag, sozusagen Standardvortrag mit der fürchterlich klingenden, aber sehr richtigen Überschrift interkulturelle Kompetenz bei der Bundeswehr. Spart Nerven und Blut. Ich halte das für, es klingt sehr fürchterlich, aber es ist aber eigentlich im Kern richtig. Und natürlich geht es darum, dass die Bundeswehr auch profitiert davon, wenn verschiedene Sichtweisen, verschiedene Erfahrungshorizonte da reinkommen und im schlechtesten Falle dann auch in einem fürchterlichen Einsatz. Aber natürlich ist es für die Bundeswehr sinnvoll, aber die müsste mehr investieren, damit sie auch tatsächlich an die Leute reinkommen. Also da muss ich quasi direkt einhaken. Es stimmt, da war die Bundeswehr nicht unbedingt am schnellsten, was das angeht. Insbesondere dieses Thema Diversity Management. Die Amerikaner haben das schon, die haben einen riesen Strang, der sich damit befasst. Die Belgier, die Franzosen, haben sogar einen Militärimam, der im Rang eines Generalmajors ist. Und die Briten auch. Aber die Bundeswehr hat da, ich würde nicht sagen, was versäumt, aber ist vielleicht ein bisschen langsamer da gewesen, aber die holt das jetzt nach. Weil das weiß ich zumindest selber, weil ich da gerade auch in dem Bereich versuche, ein bisschen was zu bewegen. Und man schaut da, man hat gerade zum Beispiel auf Initiative auch von Frau Özoğuz, also der Staatsministerin für Integration, fängt man an auch zu überlegen, ob man interne Erhebungen irgendwie freiwilliger Art, Datenschutz, aber Erhebungen machen könnte. Einfach um auch ein bisschen statistisches Futter zu haben und zu sagen, wie sieht denn unsere Struktur intern aus? Wo müssten wir denn was tun? Sind zu wenige Stabsoffiziere da mit Migrationshintergrund? Wo gehen die alle hin? Warum bleiben die nicht in den Streitkräften? Und das sind Dinge, die mich natürlich dann auch interessieren. Zwar nicht so sehr vom Verein, der sich mehr auf die Integrationsdebatte konzentriert, aber ich persönlich als Offizier in den Streitkräften, als Staatsbürger in Uniform, der sich das gerne wünscht, dass die Armee auch mehr das repräsentiert, was wir in der Gesellschaft sehen. Wie deutsch ist denn die Bundeswehr noch? Ich Ihrem glaube, Gefühl. Nicht sehr deutsch, aber Herr Müller ist auch deutsch. Also. Eben, dankeschön. Genau das ist für mich nämlich eben der Punkt. Aber wie definiert sich eben Deutsch? Wie definiert sich Deutsch in der Gesellschaft? Sagen wir sind multikulturell. Deutsch sein kann verschieden sein. Ja. Sie haben es ja gerade gesagt, verschiedene Identitäten. Aber wie deutsch ist die Bundeswehr und wie definiert sich Deutsch sein in der Bundeswehr? Also in der Bundeswehr definiert sich das sehr einfach. Bundeswehrsoldat kann werden, wer Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist. Für mich persönlich ist jemand Deutsch, der sich in dieser Gesellschaft einbringen möchte, der hier seine Heimat gefunden hat und der etwas zur Gesellschaft beitragen möchte. Das ist für mich rein idealistisch vielleicht ein bisschen naiv, aber das ist für mich jemand, der Deutsch ist, der wirklich sagt, ich komme nun mal hierher, ich möchte auch hier wohnen. Das hat nicht so viel mit Herkunft zu tun, sondern mit gefühlter Herkunft. Einfach, ich komme hierher, zum Beispiel, ich bin Münsterländer. Selbst wenn ich jetzt auf den Kapverden geboren worden wäre und dann ins Münsterland gekommen worden wäre, ich gehöre einfach zu diesen störrischen Westfalen.
Schrecklich. Ja, es ist einfach so, ich mag einfach. Meine Frau ist Ostwestfälin, ich weiß, was sie macht. Ostwestfalen ist ja was ganz anderes. Das weiß ich, aber gleich störend. Andere Welt, anderer Planet. Ja. Also ich denke, das ist bei der Bundeswehr auch ein Stück weit problematisch, das zu öffnen. Dass, wenn man das an den deutschen Pass knüpft, ist das, denke ich, für den Moment schon sehr sinnvoll, weil auf der anderen Seite natürlich die Debatte droht, wollen wir eine Söldnerarmee? Sowas ähnliches wie die Franzosen haben mit der Fremdenlegion. Umgekehrt ist dann, da schlagen sich ja ganz viele Fragen hinten dran. Wollen wir vielleicht die Passvergabe vereinfachen und so vielleicht dann auch von aus Sicht der Bundeswehr in der Lage sein, mehr Leute einzuladen? Aber aus Sicht der Bundeswehr Stand heute ist es so, Soldat kann werden, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat, wer Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist. Und meine persönliche Ansicht ist, wie ich gerade gesagt habe, jemand, der hier seine Heimat hat und dafür auch gerne was tun möchte. Jetzt sind Sie ja heute Abend unser Vorbild, sozusagen das Vorbild aus der Bundeswehr oder von der Bundeswehr. Und muss man eigentlich gut integriert sein, um einen guten Job zu machen? Oder muss man in einem Job gut sein und dann integriert werden? Wie ist das in der Bundeswehr? Ich glaube, diese Henne-Ei-Thematik kann man nicht so eindeutig lösen. Ich denke, es ist wirklich ein reziproker Prozess. Also beides passiert gleichzeitig. Einerseits kommt man natürlich hin mit bestimmten Vorstellungen, wer man ist und was man gerne möchte. Man wird dann von der Bundeswehr ein bisschen darin korrigiert. Also das ist durchaus so. Man möchte auch dann hinterher einen Soldaten haben, der natürlich auch bestimmte Dinge können muss und einfach auch durch den Prozess des Lernens, ich würde gar nicht so sehr sagen, was viele wahrscheinlich vermuten, dass das so eine Indoktrination da so läuft, sondern einfach dadurch, dass man in diesem Uhrwerk, in dieser Institution Bundeswehr funktioniert, seinen Platz hat, so wie auch in allen anderen Institutionen, ändert man sich einfach. Man passt sich an die Abläufe an und man lernt Dinge, man verändert seine Handlungsweisen und so wird man auch ein Stück weit integriert. Und umgekehrt bringt man natürlich auch Dinge, die man selber hat, die man kann, in die Aufgabe ein. Und ich denke, das passiert beides parallel. Jetzt haben Sie ja eine beachtliche Karriere hingelegt bei der Bundeswehr, sind noch sehr jung und sind schon einen sehr, sehr bedeutenden Weg gegangen. Sie haben international studiert, Sie haben im Ausland studiert. Hat Ihnen das geholfen? Ja, aber ich glaube, als Migrant? Ich glaube, nicht so sehr in Bezug auf die Bundeswehr oder mein Migrantendasein, sondern mehr in Bezug darauf, für mich selber Deutschland und Deutschland zu definieren. Wenn man so von außen auf Deutschland schaut, ist es sehr beachtlich, auf welchem Niveau die Deutschen gelernt haben zu jammern. Also der Deutsche, ich habe für meine Bachelorarbeit habe ich mich mit Lebenszufriedenheit befasst. Und es ist tatsächlich so, es gibt eine Theorie, die besagt, man kann sich in seiner Lebenszufriedenheit nicht wirklich wesentlich ändern, so im Schnitt. Weil man einfach sagt, okay, der Mensch hat ein normales Zufriedenheitsniveau und der gewöhnt sich einfach an alles. Wenn ich ihnen jetzt eine Gehaltserhöhung gebe, dann gewöhnen sie sich dran. Wenn ich ihnen das Geld wieder wegnehme, dann dauert das ein bisschen länger, aber irgendwann haben sie sich auch daran gewöhnt. Es gibt davon Ausnahmen, keine Frage. Aber in der Regel funktioniert das so. Und wenn man sich die deutsche Lebenszufriedenheit anschaut, dann ist sie quasi wie die eines verstorbenen Patienten, die Herzkurve ist ein flacher Strich. Dann kommt die Wiedervereinigung, kurzer Ausschlag und danach ist sie wieder auf altem Niveau. Und hat mir so ein bisschen zu denken gegeben, dass so dieses intergenerationale Denken, dass also meine Urgroßeltern mütterlicherseits, die vielleicht keinen Strom hatten oder kein Wasser, ich weiß nicht, was damals im Münsterland üblich war, schlechte Gesundheitsversorgung, nicht regelmäßig zu essen, hohe Kindersterblichkeit, Alphabetisierungsrate im Keller. Und jetzt heute, ich, fast fertig promovierter Offizier, trotzdem habe ich die gleiche Lebenszufriedenheit. Und das, denke ich, geht auch so ein bisschen dabei verloren. Wobei, es ist kein Wunder, dass, wenn Sie sich mit Lebenszufriedenheit beschäftigen, dann doch nicht Chirurg geworden sind. Aber ich verstehe es nicht. Jetzt ist er ja wirklich ein Paradebeispiel gelungener Integration. Wir wissen aber auch von vielen Studien und wir wissen natürlich auch, dass die Realität doch ein bisschen anders aussieht. Das heißt, es gibt diese gläserne Decke, man kann sich noch so anstrengen, wie man will, wenn man diesen Migrationshintergrund hat. Ich glaube, vor einem Jahr wurde durch eine Statistik bewiesen, dass wenn man ein Ali heißt oder einen türkisch klingenden Namen hat, muss man, glaube ich, viermal so viele Bewerbungen schreiben wie jemand, der nicht Ali heißt, der nicht türkisch klingenden Namen hat. Was kann die Politik tun, um diese gläserne Decke irgendwann verschwinden zu lassen, dass Migranten in unserer Gesellschaft, die, wie Herr Wulas auch, sagen, das ist meine Heimat, hier möchte ich leben, hier bin ich zufrieden, nicht an diese Grenzen stoßen? Die Politik kann eine einzige Sache machen, nämlich sich die genauen Probleme anschauen und sich Regeln überlegen. Anonymisierte Bewerbungsverfahren zum Beispiel, die dann standardisiert sind, die dann alle. Ist doch aber gerade abgelehnt worden von Frau Merkel beim Integrationsgipfel. Ja, das ist sehr bedauerlich. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne gewesen. Warum eigentlich?
Das müssen Sie, Frau Merkel, also ich kann vieles, aber Frau Merkel erklären kann ich nicht. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Es würde doch Sinn machen eigentlich, ganz besonders natürlich. Das würde definitiv Sinn machen, aber es gibt noch ein zweites. Und das zweite ist Affirmative Action. Ich habe selber Aktivisten getroffen von NAACP, also der ältesten alterwürdigen Organisation, Bürgerrechtsorganisation der Afroamerikaner. Und da gab es einen Anwalt, der sehr outspoken war, der sehr straight war, der großartig referiert hat. Und dann habe ich ihn nach Affirmative Action gefragt, weil es ist ja irgendwie emotional schwierig, will ich denn überhaupt positiv diskriminiert werden? Und er hat einen für mich unvergesslichen Satz gesagt. Er sagte, mein Großvater war Baumwollpflücker in Mississippi. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist Affirmative Action. Dass da irgendwann mal tatsächlich Brechen geschlagen werden in der Decke, dass da jemand durch kann und daraus dann etwas sich entfalten kann. Aber auch ohne Affirmative Action geht es darum, dass am Ende einzelne Personen nicht nur es schaffen, sondern auch sichtbar sind. Und das ist das Besondere, dass wir in Deutschland ja auch jetzt vorankommen, die letzten 20 Jahre, dass Menschen, die offenkundig nicht blond und blauäugig sind, hoffentlich demnächst General sind, im Deutschen Bundestag sitzen und Richter sind, vor allem Nachrichten ansagen, dass die im Fernsehen zu sehen sind. Das ist unglaublich wichtig. Da gibt es einige Bereiche, bei der die Politik tatsächlich nachhelfen muss weiterhin, aber das werden mehr. Sind das alles noch? Cem Özdemir ist 1994 als erster mit Migrationshintergrund in den Bundestag gekommen, wobei das nicht richtig ist, es gab Milan Horacek und so, aber als erster, der so aufgenommen wurde und wahrgenommen wurde. Damals gab es zu Recht die Frage, reicht einer von 600 damals 20? Das reicht natürlich nicht. Heute sind wir bei über 30. Und die Kurve ist weiterhin steigend. Und das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Und man sollte, natürlich gibt es sehr viele Probleme, aber bei der Frage der Vorbilder, die andere dann nach sich ziehen, sind wir eigentlich auf einem guten Wege. Das Entscheidende wäre jetzt zum Beispiel für den Bundestag, dass es nicht am Ende so ist, das Ziel wäre nicht, dass am Ende so viele Menschen mit Migrationshintergrund da sind, wie es Anteil gibt in der Bevölkerung, sondern am Ende es völlig egal ist, ob die Migrationshintergrund haben oder nicht. Das ist der Zustand, den man anstreben. Das heißt, wenn wir so eine Sendung wie hier nicht mehr brauchen irgendwann, wenn es ganz normal ist, dass Sie bei der Bundeswehr Karriere machen, dass Sie Bundestagsabgeordneter sind oder vielleicht sogar irgendwann Verteidigungsminister sind. Gott, armes Deutschland. Nein, es ist, ja, genau, es ist, wenn es am Ende nicht mehr wichtig ist, wo die Leute eigentlich herkommen, sondern was die können. Wenn ich, es gibt diesen schönen alten Spruch aus dem Feminismus, Gleichberechtigung ist erreicht, wenn auch eine unfähige Frau genau die Jobs kriegen kann, die ein unfähiger Mann bekommen hat. Und ungefähr darum geht es. Ich hoffe nur, dass der Verteidigungsminister mit Migrationshintergrund ein bisschen mehr kann als Frau von der Leyen. Wenn ich Sie schon mal hier habe als Politiker, ich weiß, Sie gehören einer Partei an, aber ich würde Sie trotzdem gerne als Bundestagsabgeordneten generell fragen. Diese ganzen Debatten, also es ist ja wirklich wie so ein Auf und Ab. Also wir reden hier gerade über die Nachrichtensprecher, über die Richter und die Lehrer mit Migrationshintergrund, mit einer ganz normalen Selbstverständlichkeit. Auch so ein bisschen, dass sie gar keine Ausnahmen mehr sind, sondern dass sie immer mehr werden. Warum passiert es trotzdem in der Politik, dass immer wieder wellenartig, besonders vor Wahlen, Migranten benutzt werden, um negativ Wahlkampf zu machen? Warum werden, ist das ein Mechanismus, der immer wiederkehrt, so jeder Wahlperiode? Oder ist es wirklich bei den Politikern so, die vielleicht in ihrem Speckgürtel sitzen und vielleicht gar nicht nach Neukölln kommen oder in bestimmte Bereiche kommen, dass die meinen, dass die Migranten so sind, wie sie sie manchmal beschreiben? Also es gibt Eigenregeln in der Politik, die man nicht wirklich guten Gewissens erklären kann. Und manchmal gibt es Versuchungen von einzelnen Leuten oder einzelnen Parteien, tatsächlich Stimmung zu machen, weil man einfach Stimmenmaximierung betreiben will damit. Aber es ist ehrlich gesagt ein Stückchen weniger geworden. Und auch da gibt es positive Tendenzen, auch wenn es große Dellen gibt. Also das Buch von Thilo Sarrazin ist jetzt nun kein Partei. Das ist, ist ja für viele Menschen wirklich bis heute ein Riesentrauma. Mhm. Die Frage NSU ist natürlich, das ist eine Zäsur für ganz viele Menschen in diesem Land, weil es nicht nur um drei oder mehr Barbaren geht, sondern da geht es wirklich um Staatsversagen. Und deshalb ist das so bewegend für die Leute. Aber also ich habe selber angefangen, aktiv Politik zu machen und mich richtig zu engagieren wegen der Doppelpasskampagne von Roland Koch in Hessen. Ich durfte Anfang dieses Jahres, letztes Jahr noch mit Verhandlungen führen mit der Hessen-CDU.
Wir gingen ins Alfred-Dräger-Haus, das war kulturell doch etwas bemerkenswert. Und am Ende haben wir miteinander beschlossen, dass die Landesregierung jetzt eine Einbürgerungskampagne macht. Mhm. Kann ich Ihnen nur sagen, ich bin heimlich aufs Klo gegangen, habe die Tür eingeschlossen und habe irgendwas reingebissen, damit ich nicht vor Freude schreien kann. Also es gibt tatsächlich Dinge, die sich verändern. Am Ende des Tages ist es natürlich sinnvoll und wäre ein Riesenschritt nach vorne, wenn zum Beispiel die Konservativen, die ja eher die Anfälligen sind, um solche Kampagnen auch zu machen, dass die Konservativen auch wirklich hart mit uns zum Beispiel, mit den Grünen, konkurrieren um die Stimmen derjenigen, die Migrationshintergrund haben. Das ist bisher nicht der Fall und das ist ein Problem. In den USA ist es undenkbar, dass ein Republikaner Präsident werden kann, wenn er Stimmung macht gegen La Raza, die Hauptlobbygruppe der Latinoamerikaner. Das machen die aber gerade, die Republikaner. Deshalb werden die nächste Präsidentschaftswahl auch sicher verlieren. Ich finde das besonders absurd sowieso, weil ja viele migrantische Familien auch sehr konservativ sind. Richtig. So habe ich das zumindest auch in meinem Freundeskreis erlebt. Das wären quasi natürliche Zielgruppen für konservative Parteien, aber mit ihren Kampagnen verschrecken sie die natürlich. Und wählen sie Grün, obwohl sie eigentlich CDU wählen. Ja, aber recht kann mir das nicht sein, weil die Vergiftung in der Gesellschaft ist eine, die weit über sozusagen den Gewinn für meine Partei hinausgeht. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie haben Sie sich eigentlich damals gegründet? Sie haben den Verein mit Freunden, Kollegen gegründet, deutscher Soldat, Kameraden. Das Wort geht einem Deutschen sehr schwer und wir haben hier nur Deutsche auf dem Podium. Es geht einem sehr schwer über die Lippen aus den Kameraden. Ihre Kameraden, deutscher Soldat, ein schöner Name für einen Verein. Und wie haben Sie sich damals gefühlt, als diese Debatte um Thilo Sarrazin in Deutschland entfachte? Sie als derjenige, der sich sehr deutsch gefühlt hat, sich als Westfale fühlt, derjenige, der keine Hürden nehmen musste, der wirklich schnurstracks seine Karriere machen konnte. Wie fühlt man sich? Also ich habe, muss ich sagen, diese Debatte am Anfang nur am Rande wahrgenommen, weil ich gerade erst zurückgekommen war von einem Auslandsstudium. Dann hat mich unser Vorsitzender darauf hingewiesen, damals war er noch nicht unser Vorsitzender, damals war es nur mein Gruppenleiter, Herr Burihabwa. Die Eltern aus Burundi, er also auch farbig, in Siegen geboren, also preußischer als er geht's gar nicht mehr, glaube ich. Und er erzählt halt Geschichten und die hat er da auch erzählt. Er hat halt geschworen, auch genauso wie ich, sein Leben zu lassen im Falle eines Falles für dieses Land. Und er erzählt dann aber auch Geschichten davon, wie er in Uniform am Bahnhof kontrolliert wird. Mhm. Das sind natürlich Dinge, wo er sagt, hier passt doch irgendwas nicht zusammen. Also Deutscher als ich kann man gar nicht mehr werden und allein aufgrund des Merkmals Hautfarbe werde ich jetzt ausgeschlossen. Und er hat sich natürlich völlig zu Recht sehr aufgeregt über Herrn Sarrazin und einfach gesagt, da müssen wir irgendwas dagegen setzen. Und da hat er gleich an das gesehen, was er im Spiegel gesehen hat, nämlich einen Soldaten. Hat gedacht, in der Bundeswehr ist es so, dass man völlig unabhängig von seiner Herkunft zunächst mal Soldat und Kamerad ist. Sobald man mal die Uniform aussieht und vor das Kasernentor tritt, ist man auf einmal wieder der Schwarze, der Muslim. Und das sind Dinge, die es in der Bundeswehr mit Anziehen der Uniform nicht mehr gibt. So dass auch viele bei uns sagen, also ich fühle mich innerhalb der Kaserne wohler als außerhalb. Und so haben wir uns dann entschlossen, einfach gedacht, dieses sehr vielleicht polarisierende, überraschende Symbol des Soldaten mit Migrationshintergrund zu nehmen und einfach mal Herrn Sarrazin und seinen Anhängern entgegenzustellen und damit auch insbesondere bei Konservativen vielleicht ein bisschen das Gewissen zu aktivieren. Wir waren dann auch bei Veranstaltungen sehr konservativer Natur, wo dann auch ein ehemaliger Landesjustizminister, ich sage jetzt nicht von welcher Partei, zwischendurch mal aufgestanden ist bei einem Vortrag von einem promovierten Politologen der SWP, der dann sagte, also die Problematik mit den Türken ist gar nicht so, denn also es ging da insbesondere um Geburtsraten und spätestens ab der dritten Generation ist es so, dass eine Frau mit türkischem Migrationshintergrund sich an das Fertilitätsverhalten einer ansonsten Bio-Deutschen angepasst hat. Und dann stand dieser ehemalige Justizminister auf und sagte, das ist alles Humbug, die Türken wollen uns übervölkern. Mhm. So, und dann hatten wir waren zu zweit da schon den Impuls zu gehen und haben uns gedacht, okay, hier ist nichts mehr zu holen, aber wir haben uns dann nochmal besonnen und gedacht, wir nehmen jetzt mal diese Diskussion auf. Genau diese, wo man normalerweise sagen würde, hier ist ein völlig vergiftetes Klima, hier kann man eigentlich gar nicht reden. Wir haben gesagt, wir stellen uns jetzt dem und wir versuchen jetzt mal die Argumente rauszukitzeln. Wie haben Sie es gemacht? Sehr persönlich, mit einfach sehr persönlichem Beispiel, wer wir sind, was wir wollen und was wir wollen ist letztendlich nichts anderes als anerkannt werden als Deutsche, völlig unabhängig von dem, was unsere Merkmale sind, also wie Hautfarbe, Religion, sexuelle Identität, dass es letztendlich für das, was ich bin und wo ich meine Heimat habe, keine Rolle spielt und das
haben die dann auch eingesehen mit dem plakativen Beispiel, wieso werde als ich, als jemand, der für dieses Land seine Haut hinhält, am Hindukusch blutet, wieso darf ich denn nicht auf der Fanmeile das Deutschland-Trikot anziehen? Wieso werde ich da blöd angepöbelt? Wie kann das sein? Und das hat dann tatsächlich da eingeschlagen. Da haben die Leute wirklich gedacht, das stimmt, das kann gar nicht sein. Und da muss man auch einfach sagen, da ist auch teilweise, glaube ich, sehr viel Übertreibung in den Medien. Da wird der Einzelfall natürlich aufgebauscht. Und das lesen sie sich alle ganz genau durch in den Kleingartensiedlungen und merken sich das. Und dann bei der nächsten Sitzung wird gesagt, und die Araber immer in den U-Bahn-Schächten prügeln ja nur. Mhm. Und damit muss man die einfach mal konfrontieren, dass das nicht die Realität ist, dass es natürlich in der überwiegenden Mehrheit Migranten sind, wie wir hier auf dem Tisch oder Deutsche mit Migrationshintergrund, die die Realität in Deutschland prägen und auch in Zukunft prägen sollten. Und dafür muss man ihnen helfen. Haben Sie eigentlich mal in dieser ganzen Debatte, die hat ja wirklich, zu einem bestimmten Zeitpunkt endete sie ja dann in der Genetik, wo es dann hieß, irgendwie Muslime seien dümmer als Nicht-Muslime, da bin ich übrigens ausgestiegen aus dieser Debatte, weil ich gesagt habe, so jetzt haben wir so ein Stadium erreicht, das geht gar nicht mehr. Haben Sie da mal gezweifelt an Ihrem Deutschsein? Nicht an Ihnen, aber an diesem Gefühl. Sie haben ja gerade von diesem Gefühl erzählt. Also ich muss sagen, dass ich habe immer noch so diesen inneren kleinen Konflikt und es ist immer so ein unangenehmer Schauer. Meine Nackenhaare stellen sich immer noch auf und meine Migrantenantennen gehen an, so die wirklich jedes Wort und jede Tonlage genau abklopfen. Wenn es um solche Dinge wie, wo kommst du denn her? Oder ganz beliebt bei mir ist ja auch, du siehst ja gar nicht aus wie ein Ausländer. So, und das. Ja, wie so ein Hipster aus Prenzlauer Berg mit dem Bart. Jetzt wird es aber eher anrüchig. Also, das ist nicht okay. Wobei, genau, also da möchte ich nicht wohnen. Das ist bei mir dann auch so ein bisschen, dass ich mich jetzt rechtfertigen muss für eine Identität, die ich nie haben wollte. Also ich möchte ja gerne Deutscher sein und möchte auch gerne von allen als solches akzeptiert werden. Aber die Dinge, die ich erlebt habe, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, lassen sich ja jetzt nicht dadurch wegretuschieren, dass mir jemand sagt, du siehst ja gar nicht aus wie ein Ausländer. Zunächst mal, also ich will gar nicht anfangen mit den ganzen Dimensionen, die falsch sind an dieser Aussage. Aber letztendlich geht es sehr eindeutig primär um ein Gefühl. Es geht um ein Gefühl. Das ist etwas schwer Messbares, das ist etwas schwer Darstellbares. Und wenn man dann jemand mit so einem Pseudopragmatismus ankommt und einem sagt, hey, du siehst ja phänotypisch gar nicht aus wie ein Ausländer, was früher im Münsterland nicht richtig war, aber das ist ja völliger Quark, weil hier geht es darum, ob ich mich als Deutscher fühle, ob mir die Gesellschaft erlaubt, mich als Teil der Gesellschaft zu fühlen, ob die richtigen Mechanismen auch da sind. Ich meine, diese ganzen, wo kommst du denn her, Fragen, natürlich ist das nett gemeint und Interesse Neugier. Und nicht Neugier. Immer. Aber letztendlich, was steht denn dahinter? Dahinter steht eine Blut- und Bodenideologie, die irgendwann mal reingeprügelt wurde, dieses Clan-Denken. Ich habe hier meinen Claim und hier wohne ich seit 500 Jahren und du kannst niemals Teil dieses Boden werden, wenn du nicht auch schon seit 500 Jahren hier lebst. Was ja völliger Schwachsinn ist, was überhaupt nicht mehr unserer Realität entspricht. Und dieses Denken ist immer noch da. Und diese freundlich neugierige Frage, wo ich denn herkomme, hat nichts anderes als das als ihr Fundament. Und ich reg mich gar nicht über die Einzelperson auf. Ich rege mich auf über eine Gesellschaft, in der immer noch diese Blut- und Bodenideologie fest verankert ist und jemand, der anders aussieht, offensichtlich nicht aus diesem Land kommen kann. Sie haben gerade Blut und Boden, Sie haben das so mit Inbrunst gesagt, dass Sie das nervt, dass Sie das stört. Ja. Und Sie sind sich ganz sicher, dass es bei der Bundeswehr nicht so ist, dass Sie das nicht denken? Das heißt, Sie haben mir am Anfang gesagt, dass Sie diese Erfahrungen nicht gemacht haben, Rassismus bei der Bundeswehr. Da bin ich mir absolut sicher, weil einfach die Bundeswehr auf einem völlig anderen Ideal gründet. Die gründet auf dem Ideal, dass wir hier das Grundgesetz und die Dinge, die es bedingt, schützen. Und dass wir uns dafür, diejenigen, die sich dafür bereit erklären, Soldat zu werden, einfach eine Zeit lang ihres Lebens, eine Zeit ihres Lebens, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, über das Parlament, über sie zu verfügen und zu sagen, wir haben hier Sicherheitsinteressen, da setzen wir jetzt dieses Instrument ein. Das ist für mich die grundlegende Aufgabe der Bundeswehr und da sehe ich eigentlich keinen Raum dafür. Und deshalb greift die Bundeswehr da ja auch entschieden durch. Natürlich gibt es da immer wieder Rückfälle, das lässt sich bei 200.000 Menschen, kleinem Haufen, nicht vermeiden, zumal wir ja auch leider Rekrutierungsprobleme haben. Und das sind ja himmlische Voraussetzungen, ich hätte zur Bundeswehr gehen sollen. Richtig ist, dass die Bundeswehr nicht schlechter ist als die Gesellschaft. Richtig ist aber auch, dass gerade bei Menschen, die nicht nur ein Eid schwören, im Zweifelsfall ihr Leben zu lassen,
sondern die auch an Waffen ausgebildet sind. Und damit, es gibt ja viele Leute in der Bundeswehr, die können auch ohne Waffen töten. Die haben es einfach gelernt, das gehört zum Job. Dass man von ihnen auch erwarten muss, dass sie tatsächlich sich mehr, dass sie im Schnitt einfach die besseren, jetzt wenigstens die besseren Menschen sind, aber dass sie sich mehr an Recht und Gesetz halten. Also wenn ich in der Kneipe durchdrehe und um mich schlage, dann lachen alle. Wenn das ein Infanterist macht, der draußen unterwegs war, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und wenn das dazu sagen, darum, wenn das dann in Richtung geht, welche Parolen da gerufen werden, dann muss die Bundeswehr auch deutlich mehr drauf achten und muss die Bundeswehr auch sauberer sein als der Rest der Gesellschaft. Das funktioniert nicht immer, das ist richtig. Aber nochmal, es ist seit den 90ern ganz, ganz viel passiert in die richtige Richtung. Würden Sie einem jungen Mann empfehlen, zur Bundeswehr zu gehen, mit Migrationshintergrund? Ist die Bundeswehr ein Karrieresprungbrett? Ja, wenn er dafür geeignet ist und wenn er das wirklich will. Wann ist man dafür geeignet? Naja, man muss ja zunächst mal die allgemeinen Voraussetzungen mitbringen, körperliche Eignungsfähigkeit, deutscher Pass. Aber letztendlich glaube ich, man muss auch wirklich ein Stück weit von dem überzeugt sein, was man da will und was man da tut. Und man muss abschätzen können, wie die Risiken sind und das wirklich wollen. Und das, denke ich, ist teilweise problematisch. Ich selber, muss ich ehrlich zugeben, als 18-Jähriger, als ich gedacht habe, ich wische da meiner Mutter eins aus, gehe zur Bundeswehr, ich habe das nicht abgeschätzt, sondern das war auch sehr viel Abenteuerlust, war auch dabei. Bei uns in der Familie sind alle irgendwie Bauingenieur, also haben alle viel mit Bau zu tun, ich bin mit Baggern aufgewachsen, also große Fahrzeuge haben mich schon immer fasziniert. So ein Panzer ist dann natürlich für mich quasi die Königsklasse. Mhm. Und das hat mich irgendwie fasziniert, das war eine Abenteuerlust, einfach mal raus von zu Hause. Und das sind nicht unbedingt die idealen Motive, die würde ich mir nicht wünschen für einen idealen Bewerber. Aber ich muss sagen, umgekehrt, die Bundeswehr hat was draus gemacht und ich bin ja nicht völlig naiv. Ich weiß ja auch, was die Bundeswehr so an Rekrutierungspotenzial hat. Die Bundeswehr ist in einem sehr, sehr harten Wettbewerb. Hm. Und die Bundeswehr hat nicht mehr die Zahlen, die sie früher hatte. Das habe ich auch mitbekommen. Aber die Bundeswehr hat eins, sie hat ein sehr, sehr großes Talent darin, über ihre verschiedenen Instrumente Menschen wirklich innerhalb der Organisation auch zu erziehen, zu ihrem Idealbild. Das mag nicht immer klappen, es gibt immer wieder unschöne Ausfälle, aber insgesamt, und da kann ich mich durchaus mit einbeziehen, habe ich wirklich über die Jahre und über die teilweise erzwungene Auseinandersetzung mit meinem Beruf, mit diesem Land, mit dem, wer ich bin und was ich gerne tun möchte und auch natürlich mit den Auslandseinsätzen und deren Risiken, habe ich da, denke ich, eine ganz große Entwicklung hingelegt, hinweg von dem abenteuerlustigen 18-Jährigen hin mit 30 Jahren, würde ich schon sagen, zum Staatsbürger in Uniform. Und ein Vorbild. Unbedingt, klar. Also wie gesagt, dieser Name, der deutsche Soldat, das ist eigentlich ein Schutzschild gegen die Sarazins dieser Welt. Ja, er ist auf der anderen Seite aber leider auch teilweise ein Hemmschuh. Es ist ein sehr plakativer Name, der wirklich einschlägt, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Wenn ich nur den Namen höre und schon grundsätzlich, und das sind sehr, sehr viele in diesem Land, eine eher bundeswehrkritische Sicht habe, dann schreckt mich der Name eher ab. Und dann habe ich nämlich als ersten Schritt erstmal die Hürde, Bundeswehr zu nehmen und weniger Migrationshintergrund. Und da habe ich auch wirklich festgestellt, dass wir in beide Richtungen teilweise Vorurteilen ausgesetzt sind, dass ich nicht nur quasi mit meinem Migrationshintergrund, sondern von der anderen Seite dann auch dafür, dass ich die Uniform anhabe, plötzlich Kritik ernte und teilweise ungerechtfertigt, sodass ich in beide Richtungen dann vermitteln muss. Wir hatten zum Beispiel mal einen Stand bei so allgemeinen Organisationen, da ging es um Rekrutierung von freiwilligen Helfern, das war so eine Messe und da hatten wir einen Stand und wir waren die Einzigen, die sich komischerweise einen Stand teilen mussten. Direkt neben uns waren Nachzügler, die irgendwas für arme Kinder in Afrika tun wollten und die hatten da die üblichen plakativen Bilder, wir daneben, wir sind auch völlig kompromisslos in Uniform gekommen und dann kamen tatsächlich mehrere auf uns zugestürmt und sagen, aha, ich habe es schon immer geahnt, die Bundeswehr rekrutiert hier Kindersoldaten. Ja. Nein, wir stehen hier für Integration tatsächlich. Und das ist dann teilweise auch tragisch, wenn man dann so den Dialog verliert, weil dann plötzlich von der anderen Seite Vorurteile kommen. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Es war ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön. Danke auch.